So, herzlich willkommen zurück zu meinem Projekt Yankee Skyblock. Kurze Einführung für diejenigen, die heute Vormittag nicht da waren. Ich habe hier mal mit diesen Attained Drops, heißen sie, befasst. Da kann man allerlei Rohstoffe schnell und günstig erzeugen. Das werde ich auch gleich im Nether tun. Und hurra, das Nether-Tor ist nach mehreren Tagen Arbeit endlich fertig. Also das Tor selbst zu bauen war natürlich nicht die eigentliche Arbeit, sondern die Rohstoffe dafür. Also mal gucken, dass ich hier das alles kriege. So viel Interessantes wird da gar nicht bei sein. Ja, sondern die entsprechenden Zutaten, um an Blaze Powder zu kommen, das war eigentlich das Entscheidende. Ich werde jetzt mal mich, habe ich eigentlich wieder abgestellt, ja, habe ich, werde mich mal entledigen der Sachen, die ich nicht brauche. So viel ist es nicht, was hier nötig ist. Ach, das brauche ich jetzt auch nicht. Bogen habe ich noch nicht. Kommt noch. Ach, irgendwie brauche ich das auch nicht. Ja, das ist ja nicht viel gewesen. Ich werde mir mal ein paar Steine mitnehmen, um mir gleich das Tor einzurahmen und abzusichern vor eventuellen Angriffen. Das mache ich eigentlich immer so, damit nicht von diesem Ghast mir das gleich kaputt gemacht wird. Das ist mir auch schon mal passiert, aber ich hoffe, ich lande jetzt nicht in so einer ausgesetzten Stelle. Gut, ich muss mir noch hier einen leeren Eimer besorgen. Am besten mache ich den gerade mal leer. So. Okay, denn ich habe hier schon einen Tank. Eimerchen und Tank, damit ich auch viel Lava mitbringen kann. Ich sehe gerade die Pickaxe, die sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen nachschärfen, schleifen. Da, und dann habe ich hier auch vergessen, mein Jetpack. Was sind der Sachen? Kann ich einfach losziehen hier. So, dreimal. Einmal neue. Fehlt es mir wieder an Holz. Okay, so, jetzt kann es losgehen. Ich habe auch hier Torches noch an Bord. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Was kann ich noch? Ja, das kann ich auch lassen. Die brauchen wir. Coffee, so vielleicht ein bisschen Kaffee, ist auch nicht schlecht. Dann natürlich mein Jetpack. Ist noch nicht so doll aufgeladen. Ich werde mich vielleicht beim ersten Mal auch erstmal so ein bisschen umsehen. Und dann nochmal zurückkommen. Also Jetpack kann jetzt auch erstmal hier bleiben. Muss nachher natürlich dran denken. Ich werde erstmal so das Tor absichern. So, auf geht's. Mal gucken, wo wir landen. Höre ich auch schon was. Ja, ja, ist schon klar. Ja, das ist schlecht. Wenn die mir jetzt das Tor kaputt macht. Erstmal hier wieder ein bisschen schützen. So, erstmal ein bisschen. Bis das. Bis sie sich beruhigt hat. Ich hoffe jetzt, das Tor hat nicht gelitten. Nein, noch nicht. Okay. Wo bist du?
sehr ungünstig, dass sie gleich dieses Unwesen hier treibt und mir das alles kaputt macht. Das, also ich meine, es wäre nicht gut. Doch ist es ja nicht passiert. Da wäre ein Jetpack doch nicht schlecht gewesen. Da wollte ich es nicht hinsetzen. Ich glaube, ich mache erstmal das hier zu. Sicher ist sicher. Oben ist natürlich auch noch gefährdet. Das ist ja lästig. Gar nicht zum Bauen hier. Doch, es ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde mich mal erst mit dem Jetpack versorgen. Das hat keinen Sinn so. Nicht viel, aber immerhin. Ich habe auch noch keine Rüstung, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Geht das schnell mit dem Sterben. Wir mal so eine einfache Eisenrüstung machen hier. Jetpack habe ich ja, also ich brauche dann nur den Rest. Okay. Ja, das sieht gut aus. Auf geht's. Noch mal ein bisschen futtern. Und dann... mal gucken. Reingerannt. Ich stelle das mal ab. Das baut sich nicht so gut mit dem Jetpack. Für einen Notfall ist es vielleicht ganz günstig, wenn man es dabei hat. Es ist natürlich jetzt alles sehr eng. Normalerweise brauche ich so einen größeren Raum. Den würde ich auch gerne noch haben wollen. Aber so ein bisschen pro forma alles. Alles absichern.
dieser Ring. Das muss man schon sagen. Alles so ein bisschen unegal hier. Och nee. Mehr haben wir nicht. Wo kann ich denn noch was abbauen? Hier, die kann ich wieder zurückbauen hier. Brauche ich nicht. Kaputt. Oh, wir haben eine Menge verschenkt. Brauche ich eigentlich jetzt auch nicht mehr. So, fertig ist das noch nicht. Hier muss man noch ein bisschen Hand anlegen. Ja. Das reicht mir eigentlich noch nicht. Da muss ich nochmal zurück. Nochmal einen Stack Cobblestone schnappen. Und dann kann es losgehen. Erkundungstour. Nicht sinnvoll. Reicht eigentlich, wenn ich das hier so zumache, oder? Erweitern kann man immer noch später. Okay. Ja. Dann machen wir hier noch ein Plateau. Hier kann man runter gehen, denn wie ich gesehen habe, geht es hier auch direkt raus. Möchte ich hier auch noch mich ein bisschen absichern auf der Seite. So, was haben wir denn hier? Viele Rohstoffe, aber die
Die kann ich nicht einfach nehmen. Ich werde mal einen Waypoint setzen. Sagen wir mal Portal. So. Okay. Ja, jetzt kann man das. Das war falsch. Nehmen wir mal die beiden. So. Jetzt ist es an. Könnte ich also auch ein bisschen erkunden, das Ganze. Ja, sieht ganz nett aus, oder? Da gibt es noch ein paar Schwachstellen. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen Lava mir holen. Da gibt es auch Soul Sand, das ist auch nicht schlecht. So, mal gucken, ob das der richtige Tank war, den ich mir hier geholt habe. Nein, nein. Geht der direkt los hier. Wo ist das Eimerchen da? Mach ich gar nichts. Kommt aber glaube ich noch. Ja, jetzt zeigt es an. Ruhig voll. Na, das ist öfter so, dass es nicht aus dem Eimer raus will und dann hat man umgekehrte Verhältnisse. Ja, raus mit dir. Voll? Nö. Irgendwas stimmt nicht. Oder doch? Vielleicht ist er doch voll. Na gut. Obwohl, da ist ja noch was übrig geblieben. Dann wollen wir mal ein bisschen Soul Sand gleich mitnehmen. Ein bisschen wenigstens. Oh ja, die sind auch nicht schlecht hier. Die kann ich gebrauchen. Damit aus, ja, geht. Okay. Ganz schön wäre, wenn ich auch wenigstens eine Blaze Rod bekäme, dann könnte ich die auch vervielfachen. Oh, ich glaube, das reicht. Silber. Ich glaube, Diamanten gibt es weiter oben. In den oberen Schichten. Gucken wir mal gerade. So, wo haben wir denn Blazes? Oh, Freundchen. Diamant sein. Also Diamant, aber ich wage jetzt da mal nicht abzubauen. Dann sind die gleich so böse. Die sind immer gleich stinkig, die Herrschaften. Hallo? Oh, jetzt gehen sie weg. Ja, geht mal schön. Ich tue euch nichts. Ich will nur die Diamanten haben hier. Hab nichts gemerkt. So, jetzt schnell noch
Blaze Rod. Nochmal Diamanten. Ich lasse die aber. Ja, obwohl. Ich hätte gern eine Spitzhacke mit Lack, damit ich da mehr rausholen kann. Ich lasse das mal. Vielleicht finde ich die Stelle irgendwann nochmal, wo es eher unwahrscheinlich ist. Aber hier gibt es eine ganze Menge, sehe ich gerade. Ich habe was vergessen. Das mache ich jetzt auch noch. Und zwar den Punkt markieren. Den Punkt mit meinem Ring markieren. Aus der Eingang. Hier. Den hier. So. Location set. Dann komme ich hier nämlich immer wieder zurück. Das ist doch auf jeden Fall praktischer. So, nochmal gucken. Die Richtung sieht nicht vielversprechend aus. Vielleicht mal die ganz andere. Ist schon gar nicht mehr so voll, das Teil. Jetpack meine ich. Ich hoffe, das klappt auch mit dem Ring. Da. Da ist etwas. Und da sind auch entsprechend. Jawohl. Uah. Aber nicht so viele Herrschaften. Und da geht's aber los. Nee. Hey. Hey. Das ist mir zu gefährlich hier. Erstmal ein bisschen auf Distanz halten. Die schießen mit Pfeil und Bogen. Und dann mit Feuerpfeilen. Hey. Geht nicht mit dem Ring. Verdammt. Ja, das ist schlecht. Mit dem Ring, das geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, das wird aufwendig. Wie ist der beste Weg? Wandern? Ich habe mich darauf verlassen, dass das mit dem Ring geht. Jetpack. Neues. Ich versuche es jetzt einfach. Gucken, wie weit das weg war. Nee. Das Nötigste sollte ich vielleicht mitnehmen. Und zwar Spitzhacke und ein bisschen was zur Verteidigung. So, einmal. Essen wäre auch nicht schlecht. So. Und ein bisschen was zum Futtern. Nehmen wir mal die hier mit. Und was noch? Wir haben gar nicht so viel. Ein bisschen Brot. Gut, versuchen wir es. Ja, das war jetzt nicht geplant, aber so ist es halt. Wie weit ist denn der Punkt weg? Wow. Da, 171 Meter. Klingt nicht so wahnsinnig schlimm. 171 Meter. Ich möchte jetzt auch nicht gleich dieser Ghast-Gestalt da, die Semgast, wie heißt das eigentlich, die Semgast, in die Hände fallen.
Ja, 171 Meter, kommt natürlich drauf an, auf welchem Weg. Das ist aber weit. Geht es überhaupt hier? Da gibt es einen Übergang da hinten. Das geht. Da an der Seite. Ist doch sogar bequemer als ich dachte. Meter. Schon wieder, weil ich mich schon wieder so immer anders, einmal mit Shift, einmal drauf gehen, ich weiß nicht, immer irgendwie anders. So, jetzt können wir erstmal hier die Sachen wieder anlegen. Ich weiß nicht, warum das mit dem Ring nicht geklappt hat. Eigentlich ist es doch mit Rechtsklick. Ja, das ist klar. Does not work across dimensions, ist klar. Allows to turn safe on right click. Right click habe ich gemacht. Ah, ich glaube, ich muss in die Ferne gehen. Ich darf nicht, na klar, sonst sucht er immer einen neuen Punkt, den er natürlich nicht finden kann, weil ich diesen Punkt schon gesetzt habe. War mein Fehler. Okay. Jetzt machen wir erstmal das Ganze in Ruhe. Bringen die Sachen nach Hause. Und starten erneut mit einem besser gefüllten Jetpack. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Ausbeute. Mir fehlt eigentlich nur eine Blaze Rod. Die muss ich mir noch holen. Ich werde doch gleich noch mal. Das kann ich jetzt gleich nochmal hinwandern an diese Stelle und gucken, dass ich fündig werde. Mich anschleichen. So, das ist jetzt klar. Ich werde den Tank mal irgendwo hier postieren, positionieren. Wo machen wir es? Ach. Ja, also erstmal ein Tank. Ist eigentlich egal. Ich setze ihn erstmal hier einfach hin. So, dann habe ich irgendwas wieder bekommen. Und zwar diese hier. Wahrscheinlich, weil ich wieder mein Ring of Attraction auf True gesetzt habe. Deswegen will das alles nicht verschwinden. So, das ist jetzt weg. Plantium Seeds. Die brauche ich später. Jetzt ist hier schon alles voll. Gut,
Behalten wir es im Inventar oder kriegen wir die Fische weg? Nix kriegen wir weg. Alles voll. So, ihr verschwindet, kriege ich ja eh wieder. Gut. Das könnten wir mal wieder hier einfüllen. Okay. Und dann setzen wir mal den Hebel, den ich da unten hatte, auch wieder drauf. Und den Blockbreaker, den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Okay. Wieder dahin, wo er war. Hebel. Drop. So. Blockbreaker. Gucken, ob ich den jetzt richtig hier hinsetzen kann. Ja, stimmt. Mach mal aus. Okay. Ganze Material hier lassen. Das ist sicherer. Holz haben wir hier oben drin. Den brauchen wir. Okay, gut. Ich sollte den Jetpack mitnehmen. Der hat sich ein bisschen. Ach so, hat sich nicht ein bisschen, hat sich gar nicht gefüllt. Ja, ich weiß auch warum. Ich habe keine Kohle nachgefüllt. Wieder mal zu sparsam war. Weil es nämlich nachts ist. So. Er tut sich ja auch nicht mehr in der Nacht. Ich denke immer, das muss doch Zeit genug sein, um das Ding aufzufüllen, aber leider landet man immer an der Stelle, an der man am Tag vorher geendet hat. Ja gut, mit dem Ring, das wissen wir jetzt, wie das funktioniert. Sonst, das ist ein bisschen wenig, aber ja, mal 1 Million FE und dabei belassen wir es dann. So, okay. Soll genügen. Hier eine Öffnung. Das wäre einfacher. So, jetzt habe ich ja die Markierung noch. Das ist ganz praktisch. Kommen wir hier nicht runter? Kein Abstieg irgendwo. Nee, gibt's nicht. Graben wir uns mal durch.
So. Oh, gar nicht schlecht die Stelle. Hier geht's runter. So, wo seid ihr? Hallo? Ausgeflogen. Da. Hat geklappt. Jawohl, Lazewood. Unter Einsatz meines Lebens. Okay, so, jetzt kann man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das hier wieder starten. Erstmal ein bisschen den Bauch füllen. Schaufel. Geht das jetzt? Und oh, die sind so lange. Er fühlt sich halt so langsam. Ja, die Erde. Vitalized. Soil, nicht Dirt. Soil. Das grüne Zeug. Wo ist es? Nee, das nicht. Dazu brauche ich aber erstmal diese Dinger hier. Apfel, Life Essence. Also, Life Essence haben wir gar nicht. Zwei. Apfel, zwei. Und zwei Seeds. So, ich wollte eigentlich gleich zwei machen. Dann brauche ich Diamanten. Was war es noch? Da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Und ein Eimer Wasser. Okay, da reicht erstmal einmal dieser Block. Dann abwarten, bis das Ganze wirkt. Und dann, wenn die Pflanzen unten einen feuchten Boden haben, dann kann ich da entsprechend was reinsetzen. In dem Fall eine Blaze Rod. Da. So. Dann bilden die oben diese Früchte aus und ich kann sie ernten. So, das waren nur zwei, das ist sehr wenig. Also vier, fünf könnten es schon werden. Nein, vier. Da bekommt man doch aus einem dieser von dieser Vitality Spreader, also so heißen die Spreader. Bekommt man ja doch fast einen Stack jeweils raus von dem, was man haben möchte. Und das hilft mir dann auch erstmal weiter. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal hier weiter vorstellen. Werde mich dann natürlich auch mit einem Trank, mit einem Anti-Feuer-Trank
sag ich mal jetzt ganz einfach, bestücken und dann nochmal wieder im Nether ein bisschen mich umschauen und vielleicht auch andere Sachen finden. Interessante Kisten, die da vielleicht so irgendwelche Inhalte haben, die ich brauchen kann. So. Immerhin schon 18. Er muss immer eine investieren, aber dann kommen doch von den Items einige zurück und ich habe hier noch 11 Möglichkeiten. Fällt also eine ganze Weile dieser Spreader. Hier haben wir auch wieder einen. So, da hinten. So schnell geht das natürlich noch nur mit dem Ring of Growth, sonst würde das relativ lange dauern. Aber so ist der Vorgang doch etwas zeitlich reduziert. Noch 7. So, kommt, macht hin. So, ich werde mich erstmal eine Runde hinlegen. Nicht damit ich... Ach so, ist gar nicht dunkel. Doch, jetzt aber. So, dann werde ich mich natürlich an diesen Hopper machen, den Enderhopper, damit ich nicht immer die Probleme habe bei meiner Mobfarm. In der Hoffnung, dass ich da eine ganze Menge interessanter Dinge auch bekommen kann. Ja, es dauert halt einen Moment, aber ich brauche jetzt diese Blaze Rods. Noch ein. Eine letzte Runde und dann ist die Kraft dieses Blocks aufgebraucht, dieses Spreaders.
Er tut gar nichts mehr. Steigt gar nichts mehr auf. Doch, jetzt. Da nochmal, jawohl. Also es ergibt so ziemlich genau ein Stack immer jeweils von den Items, die man haben möchte. Sowieso, obwohl hier 0 ist, immer noch was. Solange das hier grün ist, produziert er auch immer noch irgendwelche Gase hier, die hier hochsteigen. Aber das müsste gleich vorbei sein. Dann wird das ein normaler Dirtblock und die Kraft ist verbraucht. Oh, ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Okay, ich möchte dann hier mal einen Block reinsetzen. Und machen was. Und dann mit meinem Eimer, wo ist er? Ich hatte einen Eimer. Hallo? Hab ich den weggetan? Okay. Da ist er. Da ist er. So, diese Blazewatts, die bringe ich die jetzt unter. Ich habe gar keine Möglichkeit. Dann nehme ich mir mal. Ich muss jetzt fünf. Jetzt muss ich einen zweiten Eimer haben. Ich möchte jetzt Obsidian noch erzeugen und dann diesen Enderhopper bauen. Dafür brauche ich auch Obsidian. Da kommt der mal weg. Mal aufpassen hier. Okay. Das ist aber jetzt immer ein bisschen Lauferei. Ja, du kommst gleich zum Zuge. Mal gucken, dass ich nicht das hier auch noch ausmache, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Das ist noch nicht so optimiert, möchte ich mal sagen. Ist aber jetzt egal. Das kommt alles noch, wenn ich so die wichtigen Grundlagen erledigt habe. Okay, so, dann können die beiden Blöcke wieder weg. Ja, gut. Dann kann ich mir den Hopper genehmigen. Ich hab alles schon. Ah, da ist er. Der.
Und ich hatte auch schon Eye of Ender fertig. So, jetzt. Wo sind, ist denn jetzt? Ach, die liegen hier noch, oder? Ja, die lagen da noch drin. Ich dachte, besser ist gewesen. Es waren Nether Bricks. Kommen wir jetzt mal raus. Aber jetzt. Einmal das, dann hätte ich gern eine Kiste. Und zwar eine etwas komfortablere. Eine kompakt. Eine Iron Chest. Sowas hier. Iron Chest. Das geht über eine normale Kiste mit 8x Eisen drumherum, so, und dann kommt die Kiste dahin. Dieser Hopper drauf und dann geht's schon los. Ja. Ist natürlich viel Schrott dabei. Kann ich auch viel gleich entsorgen. Und das wird wahrscheinlich schnell so anwachsen hier von der Menge her, dass ich da gleich entsorgen muss. So. Okay, das ist drin. Dann brauche ich diesen Pylon, damit ich auch an XP komme. Denn im Moment sammle ich ja nichts. Da gibt es diesen Pylon. Pylon. Da. Diesen. Dazu brauche ich eine ganze Menge Netherbrick. Ja, das ist jetzt kein Problem. Was ist das? Bladeword, Gunpowder. Okay. Auch kein großes Problem. Gunpowder hier unten. So, das Wines sollte ich hier haben. Ja, nehmen wir mal alle raus. Dann brauche ich Dye, Lime Dye. Und zweimal Nether Bricks. Eins, zwei. Was ist das? Oh. Da war noch viel hier. Bone Block. Magma Cream viermal. Puh. Also, Bone Block. Wenn ich mich recht entsinne, war das so. Bone Block, Magma Cream. Dazu brauche ich diese hier. Vier Stück. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ich habe da unten ja schon. Wie ist das? Geht das mit dem? Ja, geht. Vier Stück. So, was brauchen wir noch? Einmal einen Block und dann ist das auch fertig. Es fehlt noch der Hopper. Hopper einmal, fünfmal. So, und es fehlen diese Lime-Dye. Ja, also ach, mit Kelp. Kelp Crafting. Gut, zweimal. Das ist keine große Sache. Jetzt habe ich gleich alles gegriffen. Das ist auch gar nicht anders möglich. Kaffee zwischendurch. Wie war das mit dem? Das muss ich auch einfach reinschmeißen. Eins, zwei. Dann hat man das erzeugt.
das und das gibt Lime Dye. Das Ganze ist der Pylon. Okay, wieso habe ich jetzt viermal? Ach, das wurden, war jeweils zwei, ne? Ja. So, wenn ich den jetzt hier aufbaue, dann sollte der eigentlich... Null. Dann sollte der eigentlich auch ein bisschen... Warum ist der immer bei Null? Er sollte XP sammeln. Der ist bei Null. Warum? Warum bist du bei Null? Braucht das? Warten wir mal ab. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Na gut. Ich denke, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Immerhin, endlich im Nether, einmal gestorben. Rohstoffe habe ich aber geholt, die ich haben wollte. Und ich denke, ich bin fürs nächste Mal dann auch besser gewappnet, wenn ich dann im Nether ankomme. Hier, Jetpack wird auch langsam mehr, aber es ist ja gerade dunkel, da wird nicht viel passieren. Spendieren wir nochmal Kohle. So, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und eventuell dann bis morgen. Macht's gut. Ich sag mal tschüss.